Das ist Goliath, der Krill. Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr daran. Heute wird dieses 1 cm große Krustentier das gleiche Schicksal teilen wie 40 Millionen seiner engsten Freunde. Eine lebenslange Haftstrafe im Bauch des größten Blauwals der Welt. Nennen wir sie Leviata. Leviata wiegt etwa 150 Tonnen und ist das größte Tier der Welt. Aber sie ist nicht einmal annähernd der größte Organismus nach Gewicht, was schätzungsweise 40 Leviatas entspricht. Und wo befindet sich dieses Ungetüm? Hier, in Utah. Tut mir leid, das ist zu nah, aber hier, das ist Pando. Das Name, ich breite mich aus, bedeutet. Pando, eine Zitterpappel, hat etwa 47.000 genetisch identische Klonstämme. Diese wachsen alle aus einem riesigen Wurzelsystem, weshalb Wissenschaftler Pando als einen einzigen Organismus betrachten. Pando ist der klare Gewinner des größten Organismus der Welt nach Gewicht. Unglaubliche 6 Millionen Kilogramm. Wie konnte Pando so groß werden? Pando ist aus genetischer Sicht keine ungewöhnliche Espe. Die Größe von Pando ist auf drei Hauptfaktoren zurückzuführen. Sein Alter, sein Standort und die evolutionäre Anpassung der Espen durch Selbstklonierung. Erstens ist Pando unglaublich groß, weil er unglaublich alt ist. Wie alt genau? Das weiß niemand. Die Schätzungen der Dendrochronologen reichen von 80.000 bis zu 1 Million Jahre. Es gibt leider keine einfache Methode, das Alter von Pando zu bestimmen. Das Zählen des Ringes eines einzelnen Stammes reicht nur für etwa 200 Jahre. Denn Pando befindet sich in einem ständigen Zyklus von Wachstum, Tod und Erneuerung. Im Durchschnitt lebt jeder einzelne Baum 130 Jahre, bevor er fällt und durch neue Bäume ersetzt wird. Zweitens, der Standort. Während der letzten Eiszeit, die vor etwa 12.000 Jahren endete, bedeckten die Gletscher einen Großteil des für Espen günstigen Klimas in Nordamerika. Wenn es also noch andere, vergleichbar große Klonkolonien gab, könnten sie damals untergegangen sein. In der Zwischenzeit blieb Pandos Ecke in Utah gletscherfrei. Der Boden dort ist reich an Nährstoffen, die Pando ständig nachfüllt. Wenn er Blätter und Stämme abwirft, kehren die Nährstoffe zurück, um neue Generationen von Klonen zu nähren. Das bringt uns zur dritten Ursache für die Größe von Pando, das Klonen. Espen sind sowohl zur sexuellen Fortpflanzung, bei der ein neuer Organismus entsteht, als auch zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung fähig. Sie pflanzen sich sexuell fort, wenn die Bedingungen ungünstig sind, wenn die beste Überlebensstrategie darin besteht, umzuziehen. Bäume sind nicht besonders mobil, aber ihre Samen schon. Wie bei uns ist die sexuelle Fortpflanzung der Grund dafür, dass Pando vor 10 oder Hunderttausenden von Jahren überhaupt auf die Welt kam. Der Wind oder ein Bestäuber trugen Pollen von der Blüte eines Elternteils zum anderen, wo eine Samenzelle ein Ei befruchtete. Diese Blüte brachte eine Frucht hervor, die sich öffnete und hunderte von winzigen, leichten Samen freisetzte. Der Wind trug einen zu einem feuchten Fleckchen Land im heutigen Utah, wo er Wurzeln schlug und zu Pandos erstem Stamm keimte. Ein paar Jahre später war Pando reif genug, um sich ungeschlechtlich zu vermehren. Die ungeschlechtliche Vermehrung oder das Klonen findet dann statt, wenn die Umwelt für das Wachstum günstig ist. Espen haben lange Wurzeln, die sich durch den Boden graben. Aus ihnen können Triebe sprießen, die zu neuen Stämmen heranwachsen. Und während Pando wuchs und sich ausbreitete, taten dies auch unsere Vorfahren. Als Jäger und Sammler die Höhlen bemalten, eine Eiszeit überlebten, ihren Weg nach Nordamerika fanden, Zivilisationen in Ägypten und Mesopotamien errichteten, Kriege führten, Tiere zähmten, Nationen gründeten, Maschinen bauten und das Internet erschufen, sowie immer neue Wege erfanden, Kriege zu führen. Pando hat viele Jahrtausende mit wechselnden Klimabedingungen und eindringendem Eis überlebt. Aber vielleicht überlebt er uns nicht. Neue Stämme wachsen viel langsamer heran, als sie müssten, um die abfallenden Stämme zu ersetzen. Wissenschaftler haben dafür zwei Hauptgründe ausgemacht. Der erste ist, dass wir Pando des Feuers beraubt haben.
Wenn ein Feuer ein Waldstück rodet, überleben die Espenwurzeln und lassen zu Zehntausenden Triebe aus dem Boden sprießen. Und zweitens fressen Weidetiere wie zum Beispiel Rinderherden, deren natürliche Feinde wir bis zur lokalen Ausrottung gejagt haben, das frische Wachstum von Pando. Wenn wir den größten Organismus der Welt verlieren, verlieren wir eine wissenschaftliche Fundgrube. Da die Stämme von Pando genetisch identisch sind, können sie für Studien über alles Mögliche dienen, vom Mikrobiom der Bäume bis hin zum Einfluss des Klimas auf deren Wachstumsraten. Die gute Nachricht ist, dass wir die Chance haben, Pando zu retten, indem wir die Viehbeweidung in dem Gebiet reduzieren und die gefährdeten jungen Setzlinge weiter schützen. Und die Zeit zum Handeln ist heute. Denn wie bei so vielen anderen Wundern unserer Natur, sind sie einmal verschwunden, wird es sehr lange dauern, bis sie zurückkehren. Der Schutz und die Bewahrung unserer Natur muss für jedes Land, jedes Unternehmen und jede Gemeinde auf der Welt zur Priorität werden. Wenn Sie wissen wollen, welche konkreten Schritte Sie jetzt unternehmen können, um das zu erreichen, besuchen Sie at.ted.com/earthschool.